Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ein herrlicher Oktobertag, es ist Sonntag. Das Wetter ist schön. Wir haben uns natürlich nochmal nach draußen begeben mit den Kindern. Das liegt es da nahe, auf dem Sonntagnachmittag auch draußen etwas Leckeres zum Kaffee zu machen. Und hier bietet es sich natürlich an, ein paar frische Waffeln zu backen. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen, dass man das auch im Freien machen kann. So, hier auf dem Tisch habe ich euch nun die Zutaten aufgebaut, die wir dafür benötigen. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch dann unten in den Blog. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und mein Waffeleisen, was ich besitze, habe ich hier auf diesen Tisch gestellt mit einer Zeichnung drunter, damit wir uns nicht alles versauen auf dem Tisch, wenn es nachher angestellt ist mit dem Fett. Und das ist noch ein Waffeleisen, was mich schon längere Zeit begleitet. Das stammt noch aus guten alten DDR-Zeiten und liefert immer noch treue Dienste. Und ich finde diese Gusswaffeleisen einfach noch am besten zum Backen. Thank you.
legt sie nun das Waffeleisen vor. Und bevor die erste Waffel reinkommt, fette ich das einmal kurz ein mit einem Pinsel und ein bisschen Öl. Und dann kann das alles zusammen schön heiß werden. Dann backen die Waffeln auch nicht so fest, da das Ganze ja hier aus Guss ist. Und jetzt kann das erstmal schön heiß werden. Den Waffelteig habe ich nun fertig angerührt. Das ist so eine fest zähfließende Masse. Und so ist er eigentlich fest genug und man kann dann gut die Waffeln darin ausbacken. Wichtig ist immer gut einfetten, damit das der Teig dann auch beim Backen nicht so unten anpappt am Eisen, dass man die Waffeln dann gut gelöst kriegt. So, das braucht jetzt noch eine Weile, das ist noch relativ kühl. Dann lassen wir es jetzt erstmal heizen und wie es dann weitergeht, zeige ich euch gleich. Mama, so, das Waffeleisen ist jetzt heiß genug und das Ausbacken habe ich jetzt schon einmal angefangen. Das geht relativ schnell bei diesem Waffeleisen, weil die alten Teile haben noch nicht die Regulierung für die Temperatur. Das hat konstant eine Hitze und dadurch ist es nicht möglich, von der Arbeit hier wegzugehen. Also man muss schon dabei stehen bleiben und einfach mal drunter schauen. Öl verteilen. Ein Klecks von dem Teig hinauf. Zu und abwarten. Papa, Lena hat einfach mein Loch zugemacht. Ohne Erlaubnis.